Griechenland steckt in der Schuldenkrise. Der Euro ist gefährdet. Deutschland und die anderen Euro-Staaten ringen um die richtige Lösung. Wir müssen nicht Griechenland helfen. Niemand zwingt uns dazu. Aber es ist klug und im deutschen Interesse, Griechenland in dieser Situation zu helfen und es nicht in eine unkontrollierte Staateninsolvenz gehen zu lassen. 2001 hat Rot-Grün den Beitritt Griechenlands in die EU zugelassen. Gegen die Stimmen von FDP und Union. 2004 dann hat Deutschland unter Rot-Grün als erstes Land gegen den Stabilitätspakt verstoßen. Nach diesen beiden falschen Entscheidungen, Aufnahme Griechenlands in den Euro und Schwächung, faktische Abschaffung des Stabilitäts- und Wachstumspakts durch Rot-Grün, waren wir bereits auf einem Weg, auf einer abschüssigen Ebene, die uns aufgrund der Schuldenkrise letztlich in die Situation gebracht hat, wo wir heute sind. Deshalb gibt es jetzt keine einfachen Lösungen, keine einfachen Auswege mehr. Wir sollten also versuchen, zunächst im Plan A mit den Schuldenstaaten den Weg aus der Krise zu finden. Aber Plan B muss dann natürlich, wie Philipp Rösler richtig sagt, auch ohne Denkverbote weitergedacht werden. Nur dazu brauchen sie auch einen Rettungsschirm. Am Donnerstag wurde die Erweiterung der EFSF, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, mit einer satten Kanzlermehrheit beschlossen. Im Gesetz steht, was die Folgen sind, wenn ein Euro-Staat wegen seiner Schulden in Not gerät und damit die Stabilität des Euros gefährdet. Der bestehende EFSF wird jetzt erweitert, vom Volumen her, genauso was die Instrumente anbetrifft. Und es wird sichergestellt, dass die Hilfszusagen an Länder, die einen Hilfsantrag stellen, nur gewährt werden unter strengen Bedingungen und Auflagen, damit sie ihre stabilitätspolitischen Ziele selbst erreichen. Jede Zusage bedarf der vorherigen Zustimmung des Deutschen Bundestages. Diese sogenannte Parlamentsbeteiligung hat die FDP durchgesetzt und dabei Rückenwind vom Bundesverfassungsgericht bekommen. Das hat in seinem Urteil vom 7. September 2011 das Haushaltsrecht als Königsrecht des Parlaments betont und eine weitergehende Kontrolle bei allen haushaltsrelevanten Entscheidungen zum Euro eingefordert. Es geht um Geld. Es geht um viel Geld. Und da gibt es nun mal die verfassungsrechtliche Position, dass hier das nur über das Parlament laufen kann. Und dementsprechend haben wir dann auch erreicht als FDP, dass bei allen wesentlichen Entscheidungen, die den Steuerzahler betreffen würden, wo wir ins Risiko gehen, wo sich Bedingungen verändern, dass immer das Parlament entscheidet, entweder in der Funktion als Plenum oder das Parlament in der Funktion als Haushaltsausschuss oder in besonderen Fällen, wenn man nicht will, dass andere dagegen spekulieren, in einem kleinen Neunergremium. Das ist schon ein Meilenstein und verändert auch sehr, sehr viel im Verhältnis Regierung zu Parlament, was oft ja als eins gesehen wird, obwohl es eigentlich zwei sind. Dieser Parlamentsvorbehalt ist einzigartig in Europa und soll ab 2013 auch für den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus, gelten. Er wird dann den EFSF ersetzen. Langfristig müssen aber die Mitgliedsländer ihre Schulden selber in den Griff bekommen. Gesichert wird die Zukunft des Euros und die Stabilität des Euros, wenn jedes einzelne Mitgliedsland seine Stabilitätsauflagen erfüllt und die Schuldenpolitik beendet. Wenn die Länder ausgeglichene Haushalte haben, gibt es keinen Grund für Misstrauen in die Stabilität des Euros mehr. Und dann wird er insgesamt stabil sein, wahrscheinlich stabiler als fast jede andere Währung in der Welt.